Ganz harmlos flattern sie durch unsere Beete, die Kohlweißlinge. Als könnten sie kein Wässerchen trüben, saugen sie an den Blüten, nur um dann klammheimlich in den Kohlpflanzen zu verschwinden. Zwei Arten sind besonders häufig, der kleine Kohlweißling, der etwas kleiner und blasser ist, weniger breite schwarze Flügelspitzen hat und seine Eier einzeln ablegt. Und der große Kohlweißling. Seine Flügelspitzen sind breiter und schwarz gefärbt. Er legt seine Eier in Gruppen ab, an Kohl und andere Kreuzblütler, wie hier an Rucola. Die Eier sind hübsch, sollten aber sofort entfernt werden, denn aus den Eiern schlüpfen nach nur 2 Wochen Raupen. Die sehr schnell wachsen und plötzlich sehr hungrig werden. Solange sie noch in Gruppen fressen, funktioniert Absammeln und Umsetzen, aber irgendwann ziehen sie allein los Richtung Kohlherz. Dann sind sie kaum noch zu stoppen. Das Gärtnerglück dahin. Was bleibt, sind Kohlskelette. Um das zu verhindern, müssen sie entweder schnell abgesammelt werden oder die Weißlinge dürfen den Zugang nicht finden. Ein Netz allerdings ist zu grobmaschig, außerdem offen am Boden. Hier kommen die Falter problemlos durch. Ein anderer Weg, die Tiere mit Düften in die Irre führen. Eine Mischkultur aus Kohl und stark riechenden Pflanzen wie Tomaten oder Sellerie verwirrt die Schmetterlinge. In dem Durcheinander können sie den Kohl nicht riechen. Auch streng duftende Pflanzenbrühen aus Rheinfarn oder Wermut lockt die Falter auf Abwege. Nur Brennnesseljauche hilft nicht, die mögen die Falter besonders gern. In einem naturnahen Garten richten die Falter meist weniger Schaden an, denn hier werden sie von Nützlingen in Schach gehalten. Vor allem von der Kohlweißlingsschlupfwespe. Sie löst das Raupenproblem, indem sie ihre Eier in die Raupen legt. Die Wespenlarven schlüpfen in der Raupe und fressen sie von innen auf, während ihr Wirt noch eine Weile weiterlebt. Irgendwann verlassen die Larven die sterbende Raupe und verpuppen sich direkt daneben in Seidenkokons. Nur wenige Raupen entgehen diesem Schicksal, was gut ist für uns Gärtner. Ohne diese Helfer hilft nur Absammeln, Einnetzen oder Brühen ansetzen. Insektizide sollten wir im Garten nicht verwenden, denn unter denen würden auch alle anderen Insekten leiden.